Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Baphomets Fluch 2 Remastered. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir jetzt eigentlich mit jedem geredet haben und wir haben noch was erfahren über eine Emily Catch. Die ist bisher aber noch nicht aufgetaucht und ja, der Rio ist wohl mit ihr befreundet, aber die beiden Damen, Mina und Miss Frost, die gefallen, die finden das wohl nicht so ganz so toll. Und sind für den Moment. Achso, okay. Was haben wir denn hier so? Ich möchte das Museum besuchen, aber die alten Damen lassen mich nicht los. Wie werde ich sie los? Ja. Also sollen wir erst ins Museum. Achso, und ich trinke nebenbei eine Tasse Kaffee. Ich hoffe, euch stört das nicht. Also wenn ich nochmal nichts sage, dann trinke ich gerade einen Schluck. Da kommen wir sicher nicht rein. Es ist abgeschlossen. Ah, okay. Das Haus ist geschlossen. Nein. Wieso das? Es wird gerade renoviert. Ach, natürlich. Das muss das Grundstück sein, das Bronson gerade vermessen will. Wir haben vor, das Museum für das neue Jahrhundert fit zu machen. Das Frederick Ketch Gedenkmuseum. Das sehe in Neon bestimmt herrlich aus. Ein Museum für einen Piraten? Die Antwort darauf ist ein einiges Schweigen. Wie ich Ihnen bereits gesagt habe, war er kein Pirat. Das ist genau die Art böswilliger Falschaussagen, die Mr. Bronson widerlegen will. Oh, wie das? Mr. Bronson hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Umbau des Museums zu einem sehr vernünftigen Preis durchzuführen. Er weiß, wie wichtig ein Verständnis der Geschichte ist. Ist klar. Da habe ich aber einen ganz anderen Eindruck von Bronson. Außerdem kennt er sich mit sphärischer Geometrie aus. Mina! Na, wenn's doch stimmt. Hören Sie, Madam, ich bin von weit her angereist, um dieses Haus zu besichtigen. Wenn wir in Ihrem Fall eine Ausnahme machen, dann will nachher jeder rein. Verzeihen Sie meine Offenheit, aber ich musste mich nicht gerade durch eine wartende Menschenmenge quetschen. Sie sind immerhin der zweite Besucher heute. Nein, tut mir leid, völlig unmöglich. Zweite Besucher, wer war denn der erste Besucher? Die Leiter, Fenster... Okay, kann man durch das Fenster gucken, oder? Das Fenster ist verriegelt. Ein geschlossenes Fenster. Achso, mehr nicht. Oh, süß. Eine niedliche kleine Miezemuschi. Das heißt eigentlich eher ein fetter alter Flohcontainer. Sie ist damit beschäftigt, einen roten Ball zu misshandeln. Miezemuschi. Yeah, George, du hast es drauf. Hier, komm. Machst du das wirklich? Es wäre ziemlich cool, die Katze unter Drogen zu setzen. Aber ich bringe es nicht übers Herz. Außerdem würden mich die beiden Schwestern lynchen. Okay, ich wollte schon sagen. Willst du einen Wurm haben? Die Katze schaute mich an, als wollte sie sagen, warum hast du einen toten Wurm um den halben Erdball geschleppt? Und ich hatte keine gute Antwort darauf. Ja, ich denke mal, da kommt noch was. Hier willst du eine... Wie viel wird ihr ein Höschen haben? Das wüssten sie bestimmt nicht zu schätzen. Durchaus möglich. Hier sind Finsternis. Das wüssten sie bestimmt. Okay, auch nicht. Ein bisschen Kohle haben. Das wüssten. Meine Glücks. George Glückskohle. Katze, willst du Kohle haben? Nee, wie gesagt, hier an der Leiter kommen, dürfen wir auch nicht hoch. Da meckern die auch rum. Runter da! Entschuldigung. Okay. Sagen die aber echt immer, Entschuldigung? 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 Ja. Gibt es denn jetzt hier noch vielleicht irgendein Abschnitt, wo wir hin können? Die Pläne können wir auch noch nicht anschauen. Was ja auch schon sehr, sehr schade ist. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Nee, hier gibt's nichts weiter. Mit ihm reden wir nicht. Die Pläne können wir nicht anschauen. Können wir nochmal durch den Theodolit gucken? Sieht er jetzt, können wir jetzt vielleicht was machen? Nee. Sieht nicht so aus. Das ein Netz, das zum Trocken. Das Netz nimmt er jetzt immer noch nicht mit, nehme ich mal stark an. Ich will kein Fischernetz. Ja, willst du immer noch nicht haben. Okay, gut. Hier will ich was reinhängen. Nee.
Sonst ist jetzt hier nichts. Hier gibt es eigentlich jetzt auch nicht so viel zu tun. Ohne Rio als Kapitän komme ich in diesem... Ah, okay. Also, vielleicht Rio irgendwie... überreden? Warum haben die beiden Ladies das Museum geschlossen? Das war Bronsons Schuld. Der hat Pläne, wie man das Museum umbauen könnte. Oh, ich weiß alles über Mr. Bronsons nette Pläne. Woher? Dann lass uns mal ein bisschen weiter darüber diskutieren. Sonst will ich von Rio... Okay, dann nehme ich mal an, dass wir doch vielleicht erstmal die Pläne brauchen. Vielleicht können wir ihn einfach unter Drogen setzen mit unserem Giftpfeil. Das... Ah, oder? Wenn er nicht hinguckt. Okay, auch nicht... Ich sage, mit Kohle einschmieren oder sowas. Na, piekst du ihn einfach mal? Ja. Okay, jetzt geht er aber dahin. Scheint so, dass es wirklich geht. Das will er bestimmt nicht haben. Bis später mal, Bronson. Soll ich ihn nur mal pieksen? Okay, wie kriegen wir ihn dann? Ich muss einfach einen Blick... Ja, ja. Weil immerhin, er schaut doch so eigentlich schon nach. Hey, ist schon gut. Das will er bestimmt. Bis später mal. Okay, ich weiß nicht wirklich. Das will er bis später. Das bringt. Okay, das ist ehrlich, dass man so dann schießen muss oder ähnliches. Er guckte. Okay, wir kommen ja auch nicht hoch. Weil sonst hätte ich gesagt, dass wir vielleicht dieses Glitzer-Ding, was da auch immer dran hängt, abschießen einfach. Also deswegen den Schlüpper mit der Kohle. Am Ende des Fahnenmastes hängt eine reflektierende Markierung, die Bronson als Zielpunkt benutzt. Ja, da denke ich mal, dass die bestimmt mal weg muss. Muss ich entweder den Schlüppi benutzen? Nö, so weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung... Okay, da fehle ich einfach nur mit dem Kohlestück? Nö, so weit... Dem Dartpfeil? Nö. Ach Mann, dazu müssen wir bestimmt auf die Leiter drauf und dann rüberkicken. Nein, ich muss... Warte, nein, ich sag, das macht er nicht. Falsch, ganz... Das macht er nicht. Falsch. Okay, Kuyunchen garantiert auch nicht. Ich bin nicht über... Die Fenster des Hauses bieten einen... Die Fenster sind... Wenn ich darauf käme, könnte ich vielleicht auf diesem Weg ins Haus rein. Toller. Ja, macht er ja auch nichts. Die Mietskatze. Ah, hier ist... Mir fällt kein Grund ein, warum ich auf Bäume... Ein großer Baum steht neben dem Haus. Und die Zweige bilden... Das habe ich nicht gesehen. Nein! Nein! Das ist der Zwille, Kumpel. Nee, das will schon jetzt... Nee, bestimmt nicht. Aber das wäre jetzt so meine Idee noch gewesen. Das habe ich nämlich nicht gesehen. Dass dann den Schlüpper zack, zack reinhängen und dann doch bing... Einfach mal voll abschießen. Das. Aber wenn das ja trotzdem nicht geht. Nimm das Fischerseil mit. Ich will kein. Das Fischernetz meine ich. Aber irgendwie. Okay, wir sollen ja die Alten loswerden, ne? Die Katze. Können wir der Katze nochmal irgendwas machen? Ich weigere mich weitere. Guck einfach mal. Da hätte ich ausgemietet. Ja, ja, schon passiert. Und hier, frag ihn nach. Ja, ja, schon passiert. Ah, stimmt. Das hätte man ja einfach mal probieren können. An sowas denke ich nicht mehr. Ich denke, ich bin immer... Sie hängen wirklich an diesem Kater. Katze? Er ist unser treuer Gefährte und unsere Freude. Ich könnte mir ja dieses kleine Monster schnappen und es als Geisel nehmen, bis sie mich reinlassen. Aber das ist nicht ganz mein Stil. Vielleicht kann ich ihre Zuneigung zu der Katze auf eine andere Art dazu benutzen, ins Haus zu kommen. Ah, jetzt, also an sowas denke ich nämlich nicht mehr. Für mich ist das dann immer schon abgehakt. Okay, aber, Zeit für eine kleine Ablenkungstaktik.
Ich dachte, ich hätte unten am Strand ein kleines Mädchen gesehen. Da müssen Sie sich getäuscht haben. Da muss er sich getäuscht haben. Oder nicht, Frost? Ich bin sicher, das habe ich nicht. Ein kleines Mädchen und diesen Fischerjungen. Was? Das ist unmöglich. Was haben die beiden gemacht? Och, was alle kleinen Jungs und Mädchen so machen in dem Alter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Kuh und Melkerin gespielt. Gnade Ihnen Gott, wenn Sie uns belügen, Mr. Stobart. Gnade Ihnen Gott. Also das war jetzt zu viele Informationen, Mina. Too much informations. Können wir jetzt den Ball hier klauen? Können wir überhaupt noch was machen? Begleitet vom Knarren antiker Korsettstangen segelten die beiden Schwestern majestätisch über den Horizont. Los, schnell hoch. Okay, vielleicht müssen wir jetzt einfach nur ins Haus rein und dann vielleicht einfach so von drinne Fenster aufmachen und da rausschnappen. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wow, der verliert gleich das Gleichgewicht, oder? Ich komme nicht an den Fahnenmast. Und wegen dieses... Yep. Typisch Pechvogel Stobbart. Die Fenster sind alle verriegelt. Okay, Nö, so weit und... Was? Gibt's auch nicht. Nö. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir. Also muss der Fahnenmast... Okay, das hab ich... Vielleicht in meinen besten Schulzeiten, aber heute nicht mehr. Auch nicht? Ich trinke mal einen Schluck. Okay, sonst haben wir eigentlich nichts mehr. Das ist... Sonst haben wir doch hier nichts mehr. Nicht, dass die jetzt immer wieder... Ah, jetzt will ich auf... Mir fällt kein... Okay, ich kletter das immer noch nicht drauf. Machst du immer noch nicht? George, was ist denn da mal los? Ich weigere mich. Tür ist zu. Was bleibt uns denn jetzt noch übrig? Wir können hier hochklettern, ist es aber alles verriegelt. Er kann nicht werfen, wo das eigentlich jeder schaffen könnte. Die Fenster des Hauses... Ja, ist alles verriegelt. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir. Ein Fahnenmast. Aber was? Warum willst du da was dran machen, George? Verstehe ich nicht. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Am Ende des Fahnenmastes hängt eine Ja, das ist... Ah, verdammt. Weil ich hätte einfach gesagt, dass die einfach vertauscht werden. Dann hat er seine Vermessung ja eh schon mal Biss gebaut dann sozusagen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ja. Was haben wir jetzt noch so? Wie gesagt, ich probiere jetzt einfach mal. Ja, es sagt immer nur das Gleiche, ne? Nö. So weit und fest kann ich nicht werfen, dass ich die Markierung runterwerfen könnte. Aber warum nicht, George? Das ist ja jetzt nicht wirklich weit. Ich komme nicht an den Fahnenmast. Da kann er ja auch nichts machen. Da kommen wir nicht rein. Mit dem Baum will er auch nichts machen. Es ist mir jetzt gerade egal, Leute, sorry. Achso, die Damen wäre ich los, aber ich komme immer noch nicht in das Haus. Was soll ich machen? Ist mir gerade ein bisschen egal. Noch mehr Informationen sammeln. Bleibt also nichts anderes übrig, als dann wegzugehen. Sind die Damen jetzt wieder bei ihm? Bitte, sind die Damen... Nee, wo sind die Damen denn mal hin? Hast du die verrückten Schwestern vorbeikommen sehen? Und ob, sie sahen heute irgendwie noch verrückter aus als sonst. Darum habe ich mich versteckt, bis sie wieder weg waren. Ah, okay. War auch ganz gut. Die dachten, du hättest mit Emily gespielt. Oh Mann, waren die geladen. Emily? Du bist ja noch wahnsinniger als die... Fisch. Würdest du mir einen Fisch überlassen, mein Junge? Du hast doch gesagt, du machst dir nichts aus Fisch. Er ist nicht für mich, er soll ein Geschenk sein. Für die alten Damen? Ist mal was anderes als immer Blumen und Pralinen, wie? Nein, er ist für ihren Kater. Okay, wer springt dabei für mich raus? Ich bezahle dir den Fisch. Ich habe karamontanische Dollars, französische Francs und Traveler-Schecks. Du scherzt doch wohl. Die nächste Bank ist 3 Inseln weit weg. Ach okay, der wird davor. Würdest du mir einen Fisch geben für dieses, Rio, ist dieses hässliche, geschmacklose Nylonhöschen dir einen Fisch wert?
Zum Kuckuck? Nein! Der Tequila-Wurm. Ist dieser Wurm einen Fisch wert? Könnte einen guten Köder abgeben. Wie ist der gestorben? Ertränkt. Ich glaube, der ist in Tequila ertrunken. Genau wie mein Onkel Gabriel. Ja, ich nehme ihn. Oh, wei. Oh. Okay, ich besorg dir einen Fisch. Kann aber ein bisschen dauern. Also, könnte ich jetzt schon ein bisschen dauern. Ah, ja. Aber könnte ich mir jetzt schon, wie gesagt, doch schon so ein bisschen denken mit dem Kater und Fisch. Ich sollte vielleicht doch öfters dann nochmal mit Leuten immer wieder reden, weil an sowas denke ich einfach nicht. Für mich ist das Thema dann immer abgehakt und dann ist es für halt abgehakt. So, ich gucke mal, ob das jetzt geht, wenn ich den Bildschirm weitergehe, ob er dann den Fisch hat. Vielleicht müssen wir dann nämlich den Fisch einfach an einen Fahnenmast hängen, dass die Katze da ranspringt und dann das Ding runterruppt. Kann sein, muss aber nicht. So, Rio, hast du uns einen Fisch gefangen? Also, beziehungsweise, hast du für uns einen Fisch gefangen oder hast du für uns keinen Fisch gefangen? Sonst will ich von Rio... Hast du keinen Fisch gefangen bis jetzt? Ohne Rio als Kapitän komme ich in diesem... Mach mal hin, Rio de Janeiro. Ich brauche diesen Fisch. Denn ohne diesen Fisch komme ich nicht weiter. So, mit Bronson vielleicht reden... Oh ja. Sind die Schwestern hier vorbeigekommen? Jo, die wollten diesen Fischerbastard aufknüpfen. Habe ihnen natürlich haarklein beschrieben, wo sie ihn finden können. Nicht nur ein Ekel, auch noch eine Petze. Wie nett. Aber irgendwie hat er es geschafft zu verduften. Bis später mal, Bronson. Ich hoffe, der kriegt also so sehr richtig schönes Fett weg. Können wir jetzt das Fischernetz mitnehmen? Ich will kein... Ja, aber immerhin sind wir endlich mal diesen... dämlichen Wurm losgeworden. Nein, George, dreh wieder um. Nicht dieses Spielchen nochmal, dass du erst diesem Strand entlang gehst und dann wieder zurückgehst, nur um mit Rio zu reden. Also, weil ich ja will, dass du mit Rio redest. Ah, Fisch, und? Kein Glück mit den Fischen heute? Nö, die beißen einfach nicht an. Die wissen, dass sich ein Sturm zusammenbraut. Ein Sturm? Glaube ich nicht. Und, und? Hey, da hat einer angebissen. Wirklich? Und was ein ist es? Ein großer, ein richtig großer Fisch. Ein alter Stiefel. Rio. Himmel, das muss ja ein Wal sein oder sowas. Ein Stiefel. Ein Einrad. Das ist der rostigste Wal, den ich je gesehen habe. Ein Einrad. Na toll. Ich brauche immer noch einen Fisch, Rio. Okay, ich versuch's nochmal. Vielleicht solltest du lieber den Köder wechseln. Können wir das Fahrrad bitte sein? Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Okay, jetzt haben wir einen Schlauch. Keine so gut. Vielleicht... Was ist schon jetzt so? Ich muss einen Blick auf Bronsons Pläne werfen. Wie geht das? Hä? Aber was hat das jetzt mit dem Schlauch zu tun, wenn ich mal so fragen darf? Verstehe ich jetzt gerade mal gar nicht. Hä? Warum wechselt das, wenn wir einen Schlauch haben? Ich will mal runter gehen. So, knipperst du den da jetzt vielleicht dran? Den Schlauch? Ja, den knippelt er dran. Dann haben wir jetzt unsere Zwille. So. Ich lege mein Stück Glückskohle in die Schleuder. Ah, jawollo. Ziele sorgfältig. Und triff's nicht. Nein, mein Stück Glückskohle verschwindet in der Ferne. Sieht aus, als wolle es wirklich in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten. Ja, ich wusste es. Okay. Deswegen braucht man sicherlich das Netz, das da, wenn er nicht trifft, schwupps, vielleicht auffängt. Könnte natürlich eine Methode sein. Und dass wir dann mit diesem Ball dann erst treffen. Wäre halt eine Idee. Ich weiß es nicht, aber das könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich will kein... Okay, jetzt kein Fischernetz. Egal, dann mache ich jetzt hier Feierabend.
Und wir gucken, dass wir im nächsten Part an Brunsons Pläne irgendwie rankommen oder so. Keine Ahnung, wie die das, was der von uns will, beziehungsweise wie wir das machen sollen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt doch euch einen Daumen nach oben. Und ich hoffe außerdem, dass ihr im nächsten Part von Baphomets Fluch 2 wieder einschaltet. Bis dann, Leute!